Das Erste, was ich gedacht habe, jetzt kriege ich meine frische Hostie. Das war aber nicht so. Wie war es das erste Mal nach fast 3 Monaten wieder im Gottesdienst zu sein? Also sehr schön auf jeden Fall, aber tatsächlich auch ein bisschen ungewohnt, sage ich mal, mit den ganzen neuen Abläufen. Also dieses ganze Thema Maske auf, Maske runter, wo darf man sich hinsetzen, ist schon ungewohnt. Aber es ist einfach auch wieder schön, die Gemeinschaft zu haben. Und es ist halt ein ganz anderer Gottesdienst, als wenn man zu Hause auf dem Bett, Couch oder sonst wo sitzt. Als ich in den Raum reingekommen bin, habe ich einfach gemerkt, es ist eine besondere Stimmung da in der Gemeinde. Ich habe es auch angesehen, dass Bewegung da war, dass alle sich darauf gefreut haben, hier wieder einen Gottesdienst zu erleben. Und es ist einfach nicht das Gleiche, als wenn man zu Hause vorm Fernseher sitzt. Es ist einfach ein besonderes Verbindungsgefühl und mich hat es einfach sehr bewegt, auch heute wieder hier in der Gemeinde zu sein. Also ich fand's toll, ja, und dazwischendurch kamen ja auch ein paar Videos von der Übertragung letztens und ja, genau, insgesamt war's schön. Ich habe die Glauchauer Gemeinde noch nie so jung erlebt, wie sie heute war. Es hatte so ein bisschen Start-up-Feeling. Es hat mich sehr beeindruckt. Wir müssen halt jetzt aufpassen, dass wir nicht wieder in so eine Routine reingehen und die Jugendlichen wieder verlieren, aber auf jeden Fall habe ich heute gemerkt, dass das Interesse der Jugend an Kirche noch da ist. Den ersten Gottesdienst nach Corona gerade erlebt haben zu dürfen, war für mich ehrlich gesagt heute eine kurzfristige Herausforderung. Es sah so aus, als könnte ich heute Morgen nicht dabei sein, obwohl es langerhand geplant war. Und das hat mich tatsächlich auch im Gottesdienst beschäftigt und mich nicht losgelassen. Umso bewegender war es für mich dann beim Abendmahl zu spüren, wie das alles plötzlich von mir abfiel und ich ruhig wurde und ich einfach nur gespürt habe, dass ich hier an diesem Platz gerade genau richtig bin. Es gibt zwar die Technik, also Telefon- oder Videoübertragung, aber das ist nicht das, wenn man in der Kirche ist. Also das ist was Heiliges. Es hat auch eine ganze Spannung heute. Es war Emotionen auch drin und die Geschwister wieder zu sehen und das Wort live auch zu hören, war sehr, sehr schön. Endlich wieder mal welche sehen, nicht bloß hören am Telefon. Und das Abendmahl auch wieder in die Hand bekommen zu haben. Ich bin glücklich. Es ist trotzdem strange, sag ich mal, wenn man abgeklebte Bänke und umgedrehte Stühle sieht, damit man manche Reihen nicht betreten kann. Aber es ist schon, finde ich, nochmal was anderes, live wirklich physisch dabei zu sein in der Kirche, als wenn man nur, in Anführungszeichen, Videogottesdienst mitmacht vom Sofa aus. Ich war ein bisschen aufgeregt und habe mich total gefreut. Cool. Total gefreut und ja, war schön. Prima. Wie hat es sich denn angefühlt, das Heilige Abendmahl nach 3 Monaten mal wieder zu empfangen? Also durch die Besonderheit mit der Maske und der Tatsache, dass man die Hostie mit zum Platz genommen hat, habe ich so gedacht, als ich sie bei mir hatte, das ist so ein kleiner Schatz und den nehme ich jetzt mit. Ich habe so gemacht, dass ich die Hand entgegengestreckt habe und die Hostie praktisch mir in die Hände gefallen ist. Ja. Und das war schon ein bisschen komisch, aber ich glaube, man gewöhnt sich im Laufe der Zeit dran. Beim Abendmahl habe ich mich versucht, ganz sehr auf den Wortlaut zu konzentrieren, den der Vorsteher immer ansagt. Und ja, so nach 3 Monaten, man hat es trotzdem noch im Gedächtnis. Und das fand ich irgendwie schön, dass das alles noch so da ist. Das erste Mal Abendmahl, das war ein was ganz Besonderes, so nach so langer Zeit. Es war ja ein ganz besonderes Abendmahl, wie man das eigentlich sonst gar nicht so empfindet. Es war halt wirklich ganz besonders. Und ich denke, wir haben auch uns genug Zeit gelassen, um dieses zu genießen, auszukosten. Und dieser Moment war schon sehr heilig. Beim Heiligen Abendmahl habe ich es richtig verspürt, dass das Sehen danach da war, die Hostie zu erleben, diese Gemeinschaft gemeinsam vorzugehen und ein Ziel zu haben und ein Stück weit mit der Hostie auch ein Stück weit Wesen Jesu aufzunehmen und Kraft zu tanken. Das war genial, das hat mich auch sehr wieder berührt und ich freue mich schon wieder auf nächsten Sonntag. Danke dir.